Moin Leute, herzlich willkommen zur zweiten Folge von meinem Minecraft Let's Play. Und ja, seit der ersten Folge hat sich ein bisschen was getan und das zeige ich euch heute in der Folge. Erkläre, was ich noch so machen will. Und ja, also erstmal das Essen. Hier den Tropfsteinblock, Spitzhacken. Nicht nur ein Schild und ja, hat einen Grund, warum ich es drin habe. Aber erstmal hier. Da war ja der Anfang. Da habe ich ein bisschen was gemacht. Einmal die zwei Fenster. Die Fackeln umgetan, dazu gemacht. Boden verlegt. Und alles reingestellt. Das ist derweil nur so provisorisch, bis ich halt richtig mich mit dem beschäftigen kann. Weil da habe ich vor, da so in der Ecke eine Treppe rauf zu machen und da paar zwei, drei Stockwerke zu machen. Dann hier habe ich ein Feld gemacht, da wächst es gerade. Und ja. Dann hier habe ich noch ein Feld mit den Bären halt. Und extra so, dass man sie nicht stechen kann. Und das seht ihr schon. Schafgehege, da kommt ein Gehege rein. Da in den Berg, wie ich ein, weiß noch nicht wie groß, aber auf jeden Fall viel Platz rein für Schafe. Und da geht's dahinter und dann weiter. Da ganz nach hinten. Das wird dann das Außengehege. Jetzt wird es auch schon wieder Nacht. Zack. Ja. Aber für das Schafgehege. Ich will da drinnen dann noch so mit Strohballen halt einen Platz machen, wo sie schlafen unter Anführungszeichen können. Und ja. Und deswegen, ja, habe ich die Spitzhacken. So. Es muss ja nicht alles symmetrisch sein. Ast. Ist keine Fackeln dabei. Ist natürlich auch sehr schlau. Ja, 8 Fackeln.
Gut. Nö. Ja, okay, da geht's. So. Zack. Und schon. Moment, Bruchteil. Dem, was wir brauchen, schon abgebaut.
Somit. Ist das auch schon mal erledigt? Da würde ich halt. Ich brauche noch zwei Spitzhacken, würde ich sagen. Ja, dieses Mal wird es eine ungeschnittene Folge, weil ich nicht so viel Zeit habe. So. Zack. Damit ich einzeichnen kann. Oh. Wie? Also, wann? Ich habe vor, da so. Alles voll mit den Heuballen zu machen. Da nur wirklich so, so und so. Da nichts Großes. Ja. Damit das auch besser größer wirkt. Ach nö. Das ausbessern, das mache ich von anders. Beziehungsweise nach dem Abbauen.
Passt. Kinder und so. Ein Komposter wollte ich bauen. Okay, Holz. Okay. Ich müsste ja noch was haben. Ich noch was von dem anderen. Das ging doch so oder nicht? Ach so.
Komposter. Hat eine Kollision. Das heißt, ich lasse lieber daher. Nee. Da passt er hier ganz gut. Zack, 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 zack. Ich hoffe, es ist ja. Lohnt sich ja übelst. Auch sich übelst. Nun müsste man das halt automatisieren. Das heißt, da ein Fuchs rein, da mehrere Füchse und da unten drunter ein Open Minecart. Und dann müsste es passen. Jo, es ist auch schon wieder die Zeit rum. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, bleibt schlau. Ciao, ciao.